Und auch wenn wir bei dem Thema Ehrlichkeit sind, müssen wir natürlich auch sehen, klar ist es nachvollziehbar, warum der Gesetzgeber immer mehr reguliert und immer mehr Regularien vorgibt. Aber man muss auch ganz klar sehen, wir haben es ja vorher am Beispiel dieser Produktinformationsblätter ja auch schon mal gehört gehabt. Nur weil ich mehr gesetzlich reguliere, heißt es im Endeffekt nicht, dass ein Produkt für den Kunden dann verständlicher oder transparenter wird. Wenn ich anschaue, was heute ein Vermittler an Unterlagen aushändigen muss, teilweise wo Informationen auf 5 verschiedenen Blättern 3-mal das Gleiche draufsteht, Hauptsache viel Papier und viel Informationen, es bläht natürlich das, was der Kunde lesen muss, auf. Und wenn ich jetzt einen guten, wir waren vorher beim Thema, was ist ein guter Berater oder Vermittler? Wenn ich einen guten Berater oder Vermittler habe, der den Kunden ganzheitlich betreut und ihm jetzt nicht ein Produkt als die glückselig machende Lösung anbietet, sondern ein Konzept für ihn zusammenstellt, was aus vielen verschiedenen Einzelprodukten bestehen kann, dann kann das schon mal passieren, dass aus so einem Gesamtkonzept plötzlich 600-700 Seiten werden, ja, das kann also mit der Bibel dann schon mithalten, was ich dem Kunden alles aushändigen muss. Und Herr Worms, würden Sie 700 Seiten durchlesen, komplett von vorne bis hinten, selbst wenn wir... Sie haben Ihre Frau, das ist okay. Ja. Also es ist wirklich schwierig. Und dieses Thema Regulierung, verständlich, aber immer mehr Regulierung bedeutet nicht, dass es für den Verbraucher leichter und transparenter wird. Ja, gut gemeint und gut gemacht sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und Sie haben ganz am Anfang ja gesehen, wenn der Herr Heid es schafft, einen Riester-Vertrag auf einem Bierdeckel darzustellen. Oder andersrum gesagt, wenn wir jetzt hier mit unserem Block und unserem Kugelschreiber jeweils ein Produkt oder einen Beratungsansatz machen wollen, auf dem Blatt Papier, glaube ich, haben wir das in 10 Minuten runtergeschrieben und Ihnen erklärt. Und jedem Zuschauer auf Facebook oder auf YouTube, wenn es sein muss, erklärt. Ja? Wenn Sie das dann verstanden haben und dann nach Hause gehen, glaube ich, muss man gar nicht mehr sagen, ich muss das alles jetzt unbedingt noch lesen. Ich kann es nachlesen, wenn ich in einem halben Jahr noch irgendwie nicht mehr genau weiß, wie das jetzt war. Aber wenn ich aus einer Beratungssituation rausgehe, nach Hause gehe und mich dann erstmal genötigt sehe, wir streichen meine Null weg, 60 Seiten zu lesen, dann ist, glaube ich, in der Beratung irgendwas schiefgelaufen. Und wenn man an den richtigen Berater gekommen ist, an einen seriösen Berater, der kriegt das wahrscheinlich auf dem Bierdeckel, aber der kriegt das auf einen Flipchart, der kriegt das auf eine DIN A4-Seite erklärt und das in Worten, die man auch verstanden hat. Und das, was wir Produktinformationsblätter nennen oder wie auch immer das nachher in 1-2 Jahren mal wieder geändert werden soll, das ist einfach ein Versuch seitens des Gesetzgebers, etwas zu tun. Aber ich glaube, das ist niemals dafür gedacht gewesen, dass man zu Hause im Selbststudium sich diese Sachen erschließt und erklärt, sondern dass man es irgendwann vielleicht nach ein paar Jahren nochmal nachliest. Und wenn das der Ansatz ist, glaube ich, sollte man lieber die 1-2 Stunden gut zuhören, sich selber viel mitschreiben und versuchen aufzunehmen, was einem der Berater sagt.